Hey Leute und willkommen zurück beim krassen Finale von Donkey Kong 64. Ja, wir haben im letzten Part haben wir die Kampfplatte gemacht, die Kaputtomatik kaputt gemacht und mit mir immer noch dabei ist der gute alte Sazuzu. Wer ist das? So ein Let's Player kommt von mir. Achso, okay. Und Leute, Krone, warum eine Krone? Warum die 4 drauf? Denn ganz einfach, wir brauchen 4 Kampfplatten, damit die Tür sich hier öffnet. Ohne Witz, oder? Hä? Ist kein Witz, oder? Nein, man braucht 4 Kampfplatten, damit sie sich hier öffnet. Hey, der ist auf Droge. Nee, der will jetzt abhauen. Der Feigling. Pussy! Sag, ich komm ein bisschen zu mir. So, ja. Sei das Mikro super. Oh ja. Hightech. Hightech, ja. Wir haben ein U-Boot. Und. Putscha. Prima Ballerina-Style. Oh ja. Treibhaus sogar. Ja. Knöpfe drücken. Gut. Okay. Startet das Ding jetzt endlich? Gut, ich soll. Startet das jetzt? Jetzt muss das Raumschiff, Flugzeug, was auch immer das sein sollte, dieses Krokodil oder Monster oder Alligator oder was auch immer das sein soll. Das ist ein Flugzeug. Ich mein King Carol. Warte. So, jetzt sind wir beim. Der Feigling ist einfach kurz vom Finale abgehauen. Hier war sein Stuhl. Oh mein Gott, er hat gefurzt. Nase zuhalten. Leute, das kriegt ein bisschen. Okay, und jetzt hier. Seht ihr diese zwei Münzen? Nintendo Rare, oder? Als Kind habe ich nie gewusst, wie man die holt. Ja, Donkey, ich schäme mich auch. Guck mich nicht an. Wie holt man die? Die Rare Münze kannst du bei Cranky holen, indem du sein Minispiel spielst, und die Nintendo Münze aus, indem du Donkey Kong spielst. Also das allererste Donkey Kong, wo Mario noch dabei ist. Da dieser Leiter da. Ja, genau. Und jetzt noch zwei Bananen finden, Leute, die letzten zwei Bananen finden. Erstmal habe ich 2 auf einmal gekriegt. Hallo? Ja, stimmt. Hallo? Ich habe die doch drauf, was soll das? Hä? Warum geht's? Gerade wo du wegschaltest. So, ich komm, Smiley. Komm her. Warum geht das nicht? Guck. Vielleicht bist du zu nah. Ich glaube, du bist zu nah. Mach mich nicht aus. Die Kamera will jetzt nicht funktionieren. Jetzt habe ich. Aber die zweite geht nicht. Geht echt nicht? Hä? Nö. Die erste geht. Auch nicht mehr. Ja. Oh, komm. Die war drauf. Was soll das? Vorhin, das letzte Mal ging so gut. Oh, okay. Mann. Jetzt. So, Leute, willkommen beim Part 203. Die Bananenfilme verarschen uns immer noch. Das will ich aber nicht. Warum kann ich die erst nicht fotografieren? Hab dich. Ich muss nur eine fotografieren, dann habe ich beide wahrscheinlich. Film mich. Wie schön, Donkey. Du hast alle Feen gerettet. Komm zurück. Oh, Donkey, du siehst dich gar nicht. Wo bin ich hier? Warum ist hier so dunkel? Wie ein Affe. Der letzte Schlüssel, Leute. Und es beginnt. Es beginnt. Ich hoffe, diesmal Ich hoffe, dass mal funktioniert das. Ich will nicht noch einmal. Den Kampf? Ja. Speichern. Jo, speichern. Mach ich dann. Ich bin gerade in den Tengong. Aber erst, wenn ich vor dem U-Boot stehe. Also vor dem. Oh, nicht spoilern. Einfach vor dem Kampf. Ja, vor dem Kampf. Sagen wir es so. Genau. Ja, raus hier. Und wir müssen noch den Schlüssel abgeben. Ja. Und bevor wir die Schlüssel abgeben, haben wir noch etwas anderes zu tun. Wir wollen uns unsere letzte Banane. Wo war sie schon wieder? Tony. Ist die auch hier drin? Raus da. Hui. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo die war. So. Boah, Schluck auf. Oh, ist nicht. Klar. Na, Spaubos, siehst du ja. Gesundheit. Dankeschön. Oh mein Gott, das ist weg. Nicht noch einmal. Nein. Nicht ausschalten, Mikro. Die sollen es ruhig hören. Ich wollte euch nur einen Gefallen tun. Ach Gott. Ja, letzter Schlüssel, Leute. Ja, der letzte Schlüssel abgegeben. Und er freut sich genauso wie wir. Donkey Kong ist vorbei. Endlich. Ja, na klar, der Käfig geht nicht auf, er geht drauf. Wozu haben wir dann den Schlüssel geholt?
Kein Schimmer. Jetzt kommt sowieso das Unlogischste, guck, was ich je gesehen habe. Leute, guckt das Easter Egg an. Die Piratenflagge, ganz hinten am Schiff. Das ist so eine Anspielung auf Donkey Kong Country 2 oder 3 sein. Ich weiß nicht mehr. Ich hab nur Teil 1 gespielt. Jetzt kommt sowieso etwas Unlogisches. Ah, kannst du mir mal was trinken? Ist bei mir. Ich trinke schon was, Leute. Ist sowieso Zwischensequenz. Eine Frage. Etwas geht mir trotzdem in den Kopf. Wie heißt der andere Krokodil da? Alligator. Nomsi. Ja. Ja? Warte, einen Moment. Warum ist der jetzt plötzlich so groß? Ich weiß nicht, vorhin hatte ich so einen kleinen Platzbahn und ist es gleich wie das Schiff. Das ist so groß wie ein Berg! Ich bin fast wie die ganze Donkey Kong. Eben wie das Schiff ist auch ungefähr gleich groß. Und vorhin war ich in so einer kleinen Höhle drin. Keine Ahnung, es ist Nintendo 64, jetzt nicht rumfragen, ja, akzeptieren. Ne! Hallo! Hallo! Hey, Lamsi! Ich bin nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Der andere wurde verpeilt vor das Kind. Vor hier das kommt Kind. Wieder eine Frage. Ja? Warum fliegt nicht gerade raus? Warum, woher kommt der Stein? Dramatisch Unfall. Da. Hat sich noch gedreht, bevor er umfiel. 10. Gut, die Hölle ist auch nicht gerade klein. Aber von außen sieht sie so mitzig aus. Ja, eben. Egal, es ist Nintendo 64. Okay, nicht. Wie zum Beispiel ist Baruch reingekommen? Gute Frage. Egal. Er wurde reingequetscht. Rein da! 3 Wochen gebraucht, um einen Launcher durch anzubringen. Oh, die Diamanten? Ja, die brauche ich nicht mehr. Gibt's hier unendlich, ne? Nee, nicht gerade unendlich. Oh Gott. So, hast du gespeichert? Noch nicht. Denn. Ah, Tiny, du hast es geschafft. Du hast alle unsere Feen zurückgebracht. Hier, nimm das als Dankeschön. Was? Damn. Die letzte Banane. Die seltene Rare Banane, Leute. Oh, Gänsehaut. Tiny, nochmal Dankeschön. Das Königreich der Bananenfeen wird euch auf ewig dankbar sein. Blowjob? Tut's nicht. Blowjob? Nein. Meine Fresse hat die große. Für eine Fee? Oh ja. Augen, warum hat die so große Augen? Was dachtest du denn? Ja, eben. Für eine Fee. So, die letzte Banane. Wir haben das Spiel zu 101% fast durchgespielt. Nur dank mir. Du warst gerade mal zweimal dabei. Ja, eben. Ungefähr 6 Parts. Sagst. Ja, eben. Nee. Und raus da. So, und. Ich hoffe, es funktioniert das. Ich hoffe, so ist. Ja, wie erwähnt, hast du gespeichert? Ja, ich speichere, wenn ich beim Ende, also kurz davor bin. Also per Safe State oder per Spiel? Per Safe State natürlich. Hörst du auf? Nein, das macht so Spaß. Biber! Biber! Du machst keine Biber. Ja, Biber Butzemann, Arschloch. Boah, sorry Mario. So. Wir sehen uns dann gleich wieder, Leute, wenn ich hier. Warte. Wenn ich hier reingehe, sehen wir uns dann wieder. Tschüss. Jetzt funktioniert. Ja, Leute, das war sowas von klar. Das macht jetzt einfach wusch. Ah, das Finale. Freue ich mich auf das Finale. Das ist das erste Mal, dass ich das spielen darf. Ich will auch so ein Mikrofon. Ladies and Gentlemen, willkommen zur Hauptattraktion dieses Spiels. Der Kampf der Kämpfe, 12 Runden je zu 3 Minuten um den Titel des absoluten Box-Champions der TK-Insel, veranstaltet von Rare und Nintendo, mit freundlicher Unterstützung von K-Rule Enterprises. Ich stelle vor, das Finale ist übers geil. Die Familie Kong. Ja. So, eigentlich könnte gegen King Crusher K-Rule. Yeah, okay, los, halt die Kongs kaputt. Nein. Buh. Du Lusche.
Okay, weg hier. fall ins Arschloch. Jetzt sag ich. Das Finale ist übelst geil. Aber eigentlich Chunky und Donkey würden reichen, um ihn fertig zu machen. Eigentlich. So, Ringrichter gibt's keine. Die Zeitnehmer sind geprägt und unparteiisch. Die sind unparteiisch, klar. Unparteiisch, guck's dir an. Ich bin voll auf Droge. Der Tanner schaut, wo schaut er hin? Keine Ahnung. Ah, da ist es. Ah, okay. Mit einem Körpergewicht von 800 Pfund, der Profi-Primat. Wie, der ist 400 Kilo schwer. Also von 400, 350 bis 450. Donkey Kong! In der anderen Ecke. King K. Rool! Ding, ding! Round 1. So, Leute, und hier werden wir noch einmal auf alles gefordert. Drei Springen! Zeit. Oh, die Melodie finde ich übrigens geil. Alter, der Kampf hat so viel der macht nur Spaß. Wer kommt schon auf so eine Idee, bei so einem Spiel einfach sowas einzubauen? Ob du es gesehen, 3 Minuten Zeit hast du. Ja, Leute, wie ihr seht, wir müssen hier raufgehen. Warten, bis er die Deckung weglässt. Wutscha! Bang! Voll in die Fresse! Aua, das ist gar nicht so weh. So, Leute. Eins weniger. Es geht nicht nur darum, das Spiel zu gewinnen, es geht auch darum, dass Chunky seinen Gurt im Schwergewicht wieder zurückbekommt. King K. Rool hat ihn geklaut, einfach so. Ja, Chunky war krank. Ah, verdammt, ich könnte ja da schon lange reinklettern, ich Idiot. Ja, ich dachte irgendwie, was machst du? Auf da. Warten. Noch nicht. Freu dich endlich. Ja, einfach nochmal. Bang! Wieder voll in die Fresse. Freu dich nicht zu früh, King K. Rool. Ich finde das Finale liebes geil. Wer kommt auf eine Idee, so ein Finale einzubauen? Jetzt war ohne Scheiß. Ich. Wow. Donkey. Freu dich, dass du der Beste bist. Erfreut! Nee, er hat es vor, er wollte uns verarschen. Arschloch, hä? Er hat dazu gerannt, aber. Bang! Verdammt! Wie oft muss er treffen, Renner? Ja, viermal, ich habe nur noch eine Kanone übrig. Was? So. Die Ringshalle gefallen mir. Warte. Noch nicht? Er wollte uns schon wieder verarschen. Tja. Aber so blöd sind wir nicht. Nicht mit uns. Komm her. Jetzt! Bang! Oh, und KO! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leute, klopft ab! Da schon, oder was zur Hölle tust du? Auf dem Weg in den Ring der Champion der Schimpansen. Das ist nicht. Nee. What the fuck? Diddy Kong! Warum ist der Champion? Keine Ahnung. Round 2. Was ist denn, Cruiserweight Champion oder was? Leichtgewicht Champion? Oh verdammt, was hat er jetzt vor? Das gefällt mir nicht. Hi nochmal. Ja. Nein. Das ist unfair. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ah, okay. Lass mich in Ruhe. Ach so, Lampen. Ah, aber. Geh nicht auf mit dem Handschuh. Und das ist übelst scheiße zum Lenken. Bang! Oh, ich wäre schon weg. Aber er gibt nicht auf. Steuerung ist ziemlich schwer, ja. Ja, das ist übelst schwer zum Zielen. War das bei Nintendo 64 auch so? Oder keine Ahnung, wie gesagt, ich habe das erste Mal, dass ich einen Endboss kaufe. Nein, ich meine mit der Raketenteil. Ja, das habe ich, ne, Nintendo 64 habe ich das nicht so, aber mein, der Controller, sensibel. Ja, das hast du eigentlich kennen, dein ist dort auch nicht gerade unsensibel sein. Ja, aber du kennst ja das Original auch nicht von Mario. Ja. Und Nummer 3. Das Finale finde ich übrigens geil. Komm mal auf so eine scheiß Idee, ey, als Produzent. Ja. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, das überhaupt sowas hat. Rare war auf Nintendo 64 übrigens geil. Ich sag nur Conker Bad Fur Day. Oh ja. Das beste, war noch nie gegamed. Das beste Spiel, was Humor angeht. Hat zwar noch nie gespielt, aber ich habe das jetzt bei Neo Sun angeschaut. War schon geil. Spiel selber. Und, ja, würde ich hier. Ist nur ein Pennenswert. Die andere Pen. Oh, komm. Die sind so verpennt, die
haut sogar gegen ihren eigenen Meister. Tja, das Leben ist hart. Hier kommt mit einem unübertroffenen Schlagradius Chunky. Monkey D. Lanky. Nein, ich dachte, es wäre Chunky. Round 3. Ja, er sieht nichts mehr. Ja, du auch nicht, eigentlich. Doch, doch, ich sehe noch was. Aber ich dachte mir gerade was aus dem Ding. Hä? Wie soll ich da rauskommen? Spring? Aber ich kann nicht. So. Ich kann es drücken. Aha. Hä? Was hab ich das Fass genommen? Steh doch mal drauf. Pass auf! Ja, ich muss so oder so Musik spielen. Ich Idiot, ich check's. Hast du gesehen, was im Fass war? Nein. Eine Bananenschale. Und er sieht uns ja nicht mehr. Er hört uns nur noch. Checkst du's? Ja, er soll ausrutschen. Jo, genau. Warte. Jetzt muss ich schauen, wo er jetzt hingeht. Wir müssen ihn genau auf die Bananen treiben. Macht einen Kreis. Falsch. Doch, ja. Schwein gehabt. Kann noch eng werden. Komm, rutsch drauf aus. Peng. Oh, mein Popo. Kann ich jetzt kaputt hauen? Komm her. Nee. Immer weitermachen. Nichts hauen. Warten, noch nicht. Jetzt muss ich ihn noch runter machen lassen, bis er wieder da vorne ist. Komm her, King K. Schwachkopf. Mal schauen. Und wieder auf den Preis geflogen. Sehr abwechslungsreiches Finale. Sonst ist das Finale immer nur draufhauen. Ja, yep. Was Lustiges. Hier mal ein bisschen mehr Fun. Wirf die Banane. Ja, ich will sie aber dahin werfen. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Falscher Weg. Tipp. Jetzt. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, die ist zu weit weg. Ich weiß nicht. Ja, komm auf. Wie auf? Das war das dritte. Das war noch vier, noch einmal muss ich es machen. Eben. Aber ich habe nur noch 30 Sekunden. Scheiße, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Ich auch nicht. Oh, und er wird schneller, er wird schneller. Lanky. Nimm das Fass. Du bist einfach in die Mitte. Du gehst dahin. Perfekt, jetzt. Oh Gott. Mehr Glück als Verstand. Nee, das... das ist der 10-Laufer-Glück. Ja, aber... Und Schein gehabt. Und... Ja, ich bin wirklich... Wow. Was muss das sein? Arm durch die Seile gehen. 3. Ach komm, scheiß drauf. Warum arbeite ich mit denen zusammen? Ich bin die zwei Ibuskai. Das geht bei uns auch immer so ab. Die gefallen mir. Ziehen! Zieh! Was war denn der? Da oben? Keine Ahnung. Hier! Armer Kerl, der muss ihn alleine rausziehen. Hier! Warum bin ich? Warum mache ich mir direkt Schock? Da oben macht ihr gar nichts, da macht die Arbeit nur schwerer. Ziehen! Oh. Hm? Ja, I'm free. Dafür sind die anderen tot. Und der interessiert sich gar nicht. Und wieder in die Ecke. Ah, immer noch. Ich sehe jetzt schon, was Teile machen muss. Nee, das wirst du nicht erwarten. Doch. Nee. Doch. Was denn? Was soll ich sagen? Der Umjung mit der Werbewind von dem DK Inseln, es ist. Was muss? Was soll ich sagen? Das ist mir so. Ja.
Round 4. Und stimmt. Ja, stimmt. Aber was hat er jetzt vor? Eine Arschbombe. Whee! Oh, ist aber länger. Verdammt. Ja, aber ich kann ja dafür auch fliegen. Darum ist sie auch länger. Ja. Ah, ihm tut der Arsch weh. Ja, kein Wunder. I'm number one. Es soll nicht bloß mal Fass kommen. Hallo. Ich, was muss ich machen? Hau mal. Da, jetzt. Ich muss mich klein machen. Und ihr seht schon in seinem rechten Schuh. Also, rechts von uns aus, links. Links von, ja, seinem linken Schuh. Von ja. Ihm aus gesehen. Muss ich die jetzt nicht... Du musst die... Da. Ja, genau. So. Aber. Oh, meine Füße tut weh. Ich habe Fußpilz. Wie geht? Und ich war im Schuh drin. Ja, was will man machen? Aua. Er ist König, aber... Er kann sich keine Schuhe leisten. Ja, aber... Tiny, mach jetzt keine Faxen. Zu spät. Nee, das schaffe ich noch. Oh, du Arschloch. Ah, Tiny, du stellst dich jetzt gerade blöd an. Das bezeugt jetzt nur das Finale wieder raus. Ja, die wird spannend machen. So. Bang. Ah, ihm tut der Arsch so weh, dann hör auf Arschbomben zu machen. Nee, so schlau ist halt nicht. So. Ausreichen. Arschloch. Chili, Gonzales. Aber ich gehe hier noch drauf, wenn es so weitergeht. Das klang zu geil. Es kitzelt ihn ein bisschen. Das Finale dauert auch schon fast 20 Minuten. Du hast die Hälfte vom Leben schon verloren. Ah, verdammt. Warum machst du sowas? Keine Ahnung. Ich bin einfach normal. Ja, hab ich viel Spaß gemacht. Ja, ja, klar! Spannend. Du kassierst nur Fäuste! Nein, lass mich in Ruhe! Guck! Dann flieg nicht zu ihm! Guck! Du fliegst voll auf zu ihm! Du stehst auf ihn, gibst du! Ich geb's niemals zu. Aha! Ich hab das Gefühl, ich geh hier drauf mit Tiny. Ich hab so ein Gefühl. So, auf in der Mitte! Holz! Oh, du scheiß Schlamp! Machst du schon bereit? Ja, da kann ich nicht mehr so gut ausweichen. Ja, klar, ich gehe hier drauf. Das schaffe ich nicht mehr. Glaub an dich. Du bist tot. Sag mir das nicht. Nee. Ich sag nicht, ich muss den ganzen Endboss doch mal neu machen. Doch. Nee. Ich hab so das Gefühl, es funktioniert nicht mehr. Oh, Leute, Cut, bis wir wieder dort sind. Ja, Leute, da sind wir wieder. Wir haben wieder bis zum Tiny gespielt. Ah, Gott. Und selbst hätte gesetzt, damit wir das nicht immer wieder machen müssen. Ja. Ah, tut mir leid. Er hat schon 5-mal gefailt. Ja, 10-mal nacheinander. Einfach so, schon bei Donkey. Nein, es war eigentlich kein Problem. Bis hier. Ah, Leute, ach, komm schon, Roll. King Crash K.R.U. Oh Gott. Und... Hui! Rein da. So, super gemacht. Bang! Man sieht die kaum. So. Nein. Links. Jetzt tue ich ihn drauf. Hey, ich hab... Ah, weg mich doch. Pass auf. Jetzt kommt noch nichts. Eigentlich. Macht ja nur einmal so. Anscheinend nichts. Ich muss aufpassen mit meinem Leben. Dann machst du gerade immer dasselbe Reihenfolge. Nee, was? Nichts. Nee. Ja, also den Part vom Kampf mag ich nicht. Hey, siehst du, da kommt der Fall auf mich zugerannt. Mal sehen. Er darf glaube ich nicht im Zeigerohr sehen. Nee, er läuft kreuz und quer. So. Okay. Ah, bleiben. Hä? Pass auf, bitte.
So früh. Martin, du kannst mich mal kreuzweise, du Scheißaffe. Oh Gott. Gott, ey. Pass auf. Jetzt. Weg. Pass auf, nehmt ihr nochmal. Ha! So. Nur noch zwei. Jetzt bist du aber besser dran. Ja. Das kann sich doch schnell ändern. Weg da. Da. Hä? Oh. Jetzt tut ihm der Arsch weg. Schön, Tiny. Rein. Noch ein bisschen. Ah, die ist übelst langsam, wenn sie da rein. Ah. Nein! Down. Warum verliert sie die Waffe, wenn sie Schaden bekommt, Mann? So, einmal getroffen. Leck mich. Ich habe nur noch eine Melone. Konzentrier dich, please. Ich gehe wieder drauf. Nein, tust du nicht. Ey, ich check die Frau nicht. Ich check die Frau einfach nicht mehr. Ich auch nicht. So. Ruhig bleiben. Martin, nimm doch deine scheiß Waffe hervor. Komm, du musst dann nur noch einen Finger, also einen PC. Ist nur noch einer und ich darf noch dreimal getroffen werden. Also schön ruhig und konzentriert bleiben. Verdammt! Der Wichser! Macht den Kampf noch unfair. Unfairer. Auf ins Was. Und jetzt schön, schön kommt. Einmal lass er getroffen werden. Zweimal. Dann bist du tot. Du hast noch eine halbe Minute. Was? Warum holt ihr nicht die Waffe hervor? Das ist das einzige Problem bei dem Scheißteil hier. Pass auf, in der Mitte. Gott, ich hasse den Affen. Pass auf, die Mitte. Komm, nur noch einmal. Oh Gott. Nein, ich glaub's nicht. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder beim letzten 10 bin. Ja Leute, ich bin gleich wieder da. Ich bin wieder beim letzten 10, also noch nicht drin, aber... Ihr weißt schon, was ich meine. Jetzt kommt wieder der letzte 10. Und ihr merkt schon, ich habe das mal nur dreimal Schaden bekommen. Ich habe eine Strategie, die ich nicht ausweichen kann. Ich fliege auf ihn zu. Dass ich hinter ihm dann bin. Tiny. Ja, das schafft nicht mehr. Doch, doch. Nee. Komm, ah doch. Habt ihr geschafft? Der letzte Zeche, komm. Der letzte. Auf. Die Mitte. Und jetzt kannst du drauf schießen. Schieß! Oh Gott, ey, wenn ich das hasse, wie... Keine Ahnung, ich hol das hervor, dann ist wieder weg. Mein Papagei soll mal jetzt die Presse schnauze. Gott, wie mein Papagei mich in letzter Zeit so aufregt, ey. Man kann den nicht leise stellen. Nee. Ja, ich muss viermal treffen. Ja, jeden Zich einmal mehr. Ah. Die greifen immer schnell an. Ist mir Schnuppe, ich hab genug Leben. Weiß noch lange nichts. Ah, Gott, Tiny, du verfick...kacktes Affenmädchen. Schieß! Ja! Boah, das ist ein Selbstständ, ich mach's nicht noch einmal. Ja, steht gespeichert. 2, 3, 4. Und die geilen Schiedsrichter.
Glocke kaputt gemacht. Ja, jetzt kannst du nicht mehr Game Over. Kannst nicht mehr. Mit seinen 2000 Pfund haut er rein wie kein anderer. Hier kommt Chunky Kong. Den. Round 5. Okay. King K. Rool ist. Ich würde mal sagen, ein bisschen arg. Er ist doch schnell, dass er uns nicht beißt. Lauf der? Pass auf. Jetzt sehen wir ihn wieder. Chunk hat doch mal was Übles Schweres bekommen. Dafür bist du unsichtbar. Ja, aber jetzt kommt nämlich das hier. Ah, das muss im richtigen Zeitpunkt schlagen. Ah, zu früh, verdammt. Das ist übelst scheiße zum Timen. Chunky, aktiviere den Schalter. Aber Chunky. Hey, wenn der auf deine Richtung zurückgerannt kommt, hast du keine Chance zum Ausweichen mehr. So, jetzt muss ich jetzt. Komm her. Oh, getroffen. In your face. Safe State jetzt. King Kong. Oh Gott. King Kong ist in der Haus. Er ist nicht ja umsonst der Weltschwergewicht. K-Rool ist der King. Chunky. Er ist doch Weltschwergewicht. Keine Faxen. Boxen, oder? Ja. Was macht der Affe? Gott, jetzt sind die auch noch. Jetzt spielen die Affen auch noch gegen mich, ja, verdammt. Ja, die haben gemerkt, das ist Baseball zu Ende. Oh doch. Ich dachte schon, er hätte mich getroffen. Nein. Er wird immer schneller. Oh ja. Ah, das ist immer. Der hat eine gute Ausdauer. Ja, der geht nicht auf, dass er so fett ist. Oh ja. So, Schalter aktiviert. Unsichtbar. Und ins Fass rein. Okay. Sasu? Ja. Jetzt ist er unsichtbar. Tja, tja. Ah. Der war zu schnell, der war zu schnell. Verdammt. Ah, klar. Komm schon, Chunky. Okay. Auf dem Schalter. Hast du noch viel Leben? Ja, aber nicht mehr viel Zeit. Du musst auch seinen Schaden aufnehmen. Ah, ich dachte, er wäre so schnell gewesen vorhin. Der kam vorhin übel schnell, ich hatte keine Zeit mehr zu reagieren. Verdammt, was für Zeit? Wie oft musst du ihn noch treffen? Zweimal. Das ist voll. Von der Zeit ist es kein Problem, weil ich habe durchschnittlich 10 Sekunden, um den Schalter zu aktivieren. Und jetzt. Ruhig bleiben. Jetzt. Take it easy. Bam! Ich finde die Sequenz sieht so geil aus. Warum sieht aus, als wäre Chunky schon zweimal da? Weil Chunky der Master ist. Er schlägt nicht nur einmal so, er schlägt doppelt so hart zu. Letztes Mal. Hä? Ah, das letzte Mal war übelst Chunky. War übelst scheiße, das weiß ich noch. Er war schnell? Nee, er war eben nicht schnell, er täuscht an. Das ist das Bittere. Beim Laufen? Jo. Siehst du? Jetzt! Bam! Boom! Headshot! Chunky ist nicht ohne Grund der Box-Weltmeister im Schwergewicht. Tschüss, K.O. Und Freehead K.O. Yeah, I'm the number one, you're some of the bitches. Yeah. Schau mal die anderen an. Ja, endlich kann ich schon auf den Grund trampen. Jawohl! Warte, er ist aufgestanden, Sasu. Er ist auf Drogen. Wusste es! Okay. Jetzt guck sie an, das ist so übelst geil. Ah, das ist doch die Note. Hä? Glaubt uns doch eine, oder? Nee.
Das wäre einer. Oh, Schaschus! Ich glaube, ist mal eine Frage. Nehmen wir uns ja auch einen Geschlechtsverkehr. Wie zur Hölle? Was tut mir die Frau leid? Ich meine, er ist doppelt so groß wie sie. Was ist doppelt? Du bist so hässlich. Komm schon, Chunky, one hit in! Nee, Chunky übernimmt das nicht, aber jemand anderes. Donkey. Funky! Here comes the man in black. Nee, was ist die Man in Black? Oh mein Gott. Monkey in Black. Was hat er? Was hat er damit vor? Okay, eine Frage. Warum hat er das nicht in Mario Kart? Das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. Nee, falsches Spiel. Okay, was hat das Teil für eine Wucht gehabt? Sag ich ja, das hat es in Mario Kart haben. Er ist bei King Lumpsy gelandet. Oh. Okay, dann ist King Lumpsy da hingekommen? Keine Ahnung. Warum ist er überhaupt noch immer noch dort? Ja, eben. Egal. Fragen immer Fragen, aber das Geheimnis wird nicht gelüftet. Vielleicht doch. Ah, jetzt kommt das Finale. Es gibt nämlich drei Finalen. Drei Finale gibt es. Leute, wir haben es geschafft. Endlich. Donkey Kong 64 ist fertig, Let's Play. Wir haben es gemacht, Leute. Oh Gott, wir haben knapp 70 Parts. Wir haben 70 Parts dafür gebraucht. Genau 70 Parts. Und hier haben wir Candy. Oh Gott. Ah, tut das gut, das Let's Play endlich beendet zu haben. Und wie fühlt sich das an? Das erste Projekt, wo beendet ist. Geil, das fühlt sich geil an. Ah. Die Karten. Sieht schon was passiert, wenn man staut. Ah, verdammt, ey, tut das gut. Einfach. Das Projekt hat mir wirklich Spaß gemacht, aber mit der Zeit ist es wirklich anstrengend. Die Bananen zu suchen. Aber ein Meilenstein der Nintendo-Geschichte, finde ich. Sehr geiles Spiel. Und ich habe das Gefühl, Chunky macht noch was Blödes. Jo. Ich hab's ja gewusst. Er merkt sich aber. Ja, es ist unter dir. What the fuck? Respekt. Das war nicht dich. Nein. Nee. Chunky. Warum stinkt hier? Ich weiß nicht. Wie das gerade gepasst hat. Yeah, okay. Und Funky. I'm the number one, bitches. Yeah. Oh, I move it to the left, I move it to the right, I move it to the left, and I shake it to the right. John Kilo. Leute, ich gebe jetzt mein Feedback ab für das Spiel, ey. Richtig geil, richtig geiles Spiel. Richtig geil. Yeah. Ich kann sogar breaken, siehst du? Richtig geiles Spiel, macht richtig Freude zu spielen, 100% richtig anstrengend, also lange Spielzeit. Und hier bringen sie alle 201 Bananen zurück. Diddy Kong? Nee. Der runtergefahren ist? Nee. Wie toll ist Cranky darauf gekommen? I don't know. Wartet auf mich, Leute! Da hast du ein richtig gutes Projekt fertig drauf. Wissen deine Abonnenten schon was, das nächstes kommt? Ja, ich sag's dann. Ach komm, ich sag's jetzt. Nächstes Projekt wird Digimon World sein für die PS1. Dass ich einfach 100%, also die Stadt mache ich 100%. Ich habe die gepatchte Paar-Version, das heißt, die deutsche Version kann ich normal durchspielen. So wie ich, machst du's? Ja, okay. Genau, ich will einfach ein bisschen was Eigenes reinbringen. Ich will euch mehr vom Anime, ich will euch das Anime-Feeling rübergeben.
Was ich mache, will ich noch nicht verraten. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Das startet dann nächste Woche, Montag. Achso. Das kommt am Mittwoch hoch. Wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist jetzt über 40 Minuten Part, das Finale. Ja, aber Finale, ich mag nicht, wenn das Finale geschnitten ist. Ja, ich auch nicht. Wenn es halt Part Finale geht, ne. Nee. Nicht mein Ding. Darum lade ich jetzt alles auf einmal hoch. Ich habe die 40 Minuten. Das heißt, ja, das ist der vierte Part. Das kommt am Mittwoch hoch und am Montag startet. Am Montag startet dann Digimon World 1 für die PS1. Das Projekt wird nicht so lange dauern, keine Angst, Leute. Und da, was hat der Papagei gegessen? Das sah doch gut interessant. Papagei auf Chili. Papagei auf? Chili. Scheiße. Aufheben, aufheben! Zu spät. Das Schwein mit Nippelpiercing. Das Nilpferd mit Nippelpiercing. Hey, das ist der Bibo. Nee, das ist das Nilpferd mit Nippelpiercing. Okay. Wo ist der Papagei? Oh, der hat einen Durfer! Chili con carne, what do you mean? Ich krieg mich nie, ihr Schweine! Wumm, wumm. Kann ja alles furzen. Boah, das sind drei Papagei. Was haben die zu fressen bekommen? Ich weiß es auch. Oh Gott. Leute, wollt ihr wissen, ob ich euch das Spiel empfehle? Ich sag ja. Wenn ihr wirklich was lange intensiv zocken wollt, dann kauft euch Donkey Kong 64. Was soll ich hier kaufen? Wo willst du das noch finden? eBay. Jetzt kommt das zweite Ending. Das bekommen wir, glaube ich, auf 75%. Wie viele Ending gibt? Gibt rein. Dann kommt das, wenn du 101% hast. Und das nächste Ending lasse ich dann laufen. Dann gehe ich und sage so raus, denn... Wusstest du, dass Donkey Kong eine Anime-Serie gab? Das ja, ich weiß, Donkey Kong gibt es eine Anime, also Zeichentrickserie. Ja. Das weiß ich. Das habe ich immer angeschaut. Super RTL kannst. Am Kurse nie welchen Tag bei der Uhrzeit. Ich hab nicht. Ich hab's nie gesehen, ich hab's immer verpasst. Ich hab die zwei, drei Folgen habe ich immer gesehen. Kann mir egal, von Craig hat immer Donkey Kong geschaut. Guck hier. Chunky muss immer Tiny tragen. Ja, warte nur, bis er sich mal am Arsch kratzen muss. Nö. Nee. Ah, und hier haben wir Monkey D. Lanky, den Anführer der Affenpiratenbande. Und Chunky. Ist das nicht Donkey? Ja. Ah, ich massiere dich ein bisschen. Er will. Stirb! 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 Als ob ihn wirken wollte. Stirb doch! Und Chunky. Lanky trinkt. Ah, der Lanky hat wieder die Arschkarte gezogen. Nachdem er kaum im Ende war, also er war ja beim Essenende, war nur einmal zu sehen. Wer? Lanky. Achso. Sogar Funky hat einen größeren Auftritt gehabt, das ja. Funky hat einen geilsten Auftritt gehabt. Nee, Chunky. Chunky mit Tiny. Tiny, genau. Und jetzt kommt das 101%. Also das Original, das Richtige. Also nicht das Richtige. Das richtige Ending war das von vorhin. Achso. Das ist jetzt so ein Bonus-Ende. Oh, no. Guck, das ist übers geil gemacht. Das Ende finde ich übers geil. So sieht unser Let's Play Equipment aus. Fast, ja. Ja, hier, das haben wir auch. Das haben die uns ausgestorben, das fehlt uns ja alles. Donkey! Bring it back! Bring it back! Backstreet, backside. Ist nicht Cranky? Jo. Wenn ich auf bin, ich hab so einen Stuhl. Director. Das ist das Casting für Donkey Kong 64 gewesen. Nice. Das da ist das Casting. So geil, ich finde find die Idee übers geil. Donkey! Eins voll, guck, Donkey voll nervös. Ich bin ganz allein hier, bin ich richtig? Ich hab Angst, ich muss auf Klo, ich hab Juckreiz, ich muss kacken. Was mache ich hier eigentlich? Ich hab Angst, ich bin der Flöte, ich kann das nicht. Mama ist nicht stolz auf mich. Okay, reiß dich zusammen, Donkey Kong. Hör auf! Donkey Kong, ihr müsst nervös. Robodance. Und. Ach, endlich, jetzt kann ich los. Nee.
Lucky der Geiste. Warte. What the fuck? Hä? Hä? Was soll das? Hallo! Cut. Cut. Patrick! Patrick! Er ist ein Star! Es sind viele Patricks! Grafikfehler? Nee, das war es beabsichtigt. Nee, das ist Unsinn. Das bin ich gerade. Nee, das war beabsichtigt. Cut. Was ist denn das für ein Viech? Das ist der zweite Endboss. So. Beschiss mich! What the fuck? Was? Cut. 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 Oh. Dan, 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 dan. Die Märchenfrau. Candy. Schon wieder? Hä? Okay, finde den Fehler. Rosa ist die in der Mitte. Nein, die Märchenfrau. Sie ist der einzige nicht dafür. Wo ist sie trotzdem in der Mitte? Keine Ahnung. Hi, Dios. Mio, sie hat sowas noch nie gesehen. Mach mal, komm, reiß dich mal zusammen. Das geht nicht. Also, please. Was? Die Märchenfrau ist sexy. Und links und rechts und Patsche, Patsche, Hände, wir bleiben Freunde für immer. Freunde für immer. Ihr wollt nicht wissen, was ich gerade denke. Du denkst an Logistar. Ja. Ah. Das geht nicht, verdammt. Holy shit. Okay, schäm dich. Ich mag Tiny nicht. Ich mag Tiny nicht. Die sieht man ja gar nicht. Die haben eine Bananenfee. Ja, sind klein. You're son of a bitch. Warum machst du das? Ich weiß nicht. Jetzt ist sie beleidigt. Ja, schon gut. Oh, super speed. So, Leute. Oh, das war's. Mit Donkey Kong 64. Danke, dass du das nicht genau dabei warst. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Wir sehen uns am Montag bei Digimon World, Leute. Haut rein, bis dahin. Tschüss. Ach ja, was ihr Bock auf Kingdom Hearts habt, also Let's Play. Tschüss, Leute. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.